Ja, die meisten kommen hierher mit dem Verschreibungswunsch nach Baclofen. Und das ist eben dann auch die Art und Weise, wie ich jetzt hier therapiere. Die normalen Medikamente, die zugelassen sind, wie Acamprosat als Campral oder auch Naltrexon oder auch das neue Nalmefene, können vom Hausarzt verschrieben werden. Die Erfahrungen der Patienten oder die Patienten, die jetzt hierher kommen, haben häufig schon Erfahrungen mit diesen Medikamenten gemacht. Und die sind eben nicht zielführend gewesen, sodass wir dann mit einer Therapie mit Baclofen, die meisten kommen eben auch schon mit dem Verordnungswunsch nach Baclofen zu uns, und dann ja, starten wir praktisch. Baclofen bewirkt zunächst diesen Entspannungseffekt mit der Zeit und bewirkt vor allen Dingen dadurch die Minimierung des Suchtdrucks. Der Patient, ich erkläre es dem Patienten so, wenn das Medikament eindosiert ist, schaut der Patient die Flasche an und die Flasche schaut zurück und zwischen diesen beiden passiert nichts mehr. Und die optimale Dosis wäre dann gefunden, wenn der Patient wenig oder keine unerwünschten Wirkungen hat und keinen Suchtdruck mehr verspürt. Er kann einkaufen gehen, ohne dass er das Gefühl hat, er muss jetzt Alkohol einkaufen. Er kann vorm Weinregal stehen. Er kann sich in seiner Lieblingskneipe aufhalten, ohne dass er konsumieren muss. Er kann mit anderen Menschen zusammensitzen, die konsumieren, und verspürt keinen Suchtdruck. Also wir haben sehr positive Erfahrungen mit Baclofen gemacht. Über 50% der behandelten Patienten sind zufrieden abstinent und zwischen 15 und 20%, je nachdem wann wir eben zählen, haben den Konsum auf ein nicht gesundheits- oder sozial schädliches Verhalten reduzieren können. Ich habe den Eindruck, dass es bei Angstpatienten einfach besonders gut wirkt, weil auch dort oft eben der Alkohol als Selbstmedikation eingesetzt wird. Und wenn die Wirkung von Baclofen dann einsetzt, so ähnlich wie auch Ameisen das in seinem Buch beschreibt, die Notwendigkeit des Alkoholkonsums dann wegfällt. Ansonsten kann man von einem bestimmten Baclofen-Typen so nicht ausgehen. Immer wieder diskutiert wird, ist es auch für Rauschtrinker etwas? Und da muss ich sagen, ja, unbedingt. Auch in Rücksprache oder auch im Konsens mit den französischen Kollegen. Wenn wir die Patienten befragen, wie die Zeit ist zwischen den Abstürzen sozusagen, dann machen wir die Erfahrung, dass die Patienten oft sagen, es ist schwer, abstinent zu bleiben. Abstinenz ohne Baclofen ist eher eine Tortur, weil dieser Suchtdruck eben ständig da ist. Und mit Baclofen gelingt es dann oft, einfach diesen Zustand zu befrieden. Und es kommt dann eben weniger oft zum Alkoholkonsum. Und ich habe einige Patienten, die dann eben noch einige Entgiftungen brauchten und die aber jetzt auch als Rauschtrinker stabilisiert sind. Der Königsweg ist natürlich, wenn der Patient abstinent beginnt, so wie auch die Patienten in der Charité begonnen haben. Das ist im französischen Alltag leider sehr selten der Fall. Und hier ist es auch oft so, dass die Patienten eben beginnen und versuchen, indem sie noch konsumieren, und sie versuchen selber das Konsumieren zu reduzieren und gleichzeitig versuchen wir, das Baclofen einzudosieren. Bei hohen Dosen von Alkohol, die getrunken werden, also mehrere Flaschen Schnaps oder nicht übersichtlichen Mengen von Alkohol, hat Baclofen keine Chance, weil sie eben ganz gering beginnen müssen mit der Eindosierung, sodass ich da dann auf jeden Fall auf einer Entgiftung bestehe, sodass der Patient also abstinent mit der Therapie beginnen kann. Das ist relativ einfach.
Wir starten, ich richte mich nach den französischen Kollegen, die vor einiger Zeit, also schon vor ein paar Jahren, so eine Anleitung rausgebracht haben. Das Initial ist es positiv, dass das Baclofen hat eben nur eine Halbwertszeit von 4 Stunden und muss mehrfach über den Tag eingenommen werden. Wir starten dann eben mit einer ganz geringen Dosierung mit 2x5 Milligramm am Tag und schauen, wie der Patient das verträgt. Und dann kann in der Zusammenarbeit mit dem Patienten langsam gesteigert werden bis zu der gewünschten Dosierung, in der eben, wie gesagt, das Craving, der Suchtdruck weg ist und die unerwünschten Wirkungen gering sind. Das kann einige Zeit dauern. Bei einigen Patienten geht es sehr rasch. Und bei anderen Patienten dauert es länger oder kann bis zu Monaten dauern. Im Schnitt in Frankreich, sagt man, sind es 63 Tage. Das ist aber eben nur der Durchschnitt, bis der Patient seine Dosis gefunden hat. Wir sagen auch manchmal, die Dosis findet den Patienten. Wir wissen nicht genau, wieso es eben so unterschiedlich ist. Ich habe Patienten, die mit 5 Milligramm Baclofen am Tag seit über einem Jahr nach jahrzehntelangem Konsum und immer wieder Rückfällen und Entgiftungen jetzt stabil abstinent sind. Und es gibt Patienten, die eben deutlich höhere Dosierungen brauchen. Im Schnitt liegen die Patienten jetzt bei mir mit einer Dosierung, also sind optimal eingestellt bei einer Dosierung zwischen 100 und 150 Milligramm pro Tag. Die häufigste unerwünschte Wirkung ist Müdigkeit. Viele Patienten empfinden das aber ganz angenehm, weil sie in einen für sie unbekannten normalen Schlaf-Wach-Rhythmus kommen. Es können sehr viele unterschiedliche unerwünschte Wirkungen auftreten. Die Dauer ist meist nur kurz und es kommt darauf an, in den Dosierungsschritten jetzt genau mit dem Patienten abzustimmen, welche unerwünschten Wirkungen eintreten. Es könnten gastrointestinale Symptome auftreten, also Bauchweh. Es könnten Kopfschmerzen auftreten. Es können Gefühlsstörungen, Kribbelparästhesien in Armen oder Beinen auftreten. Mundtrockenheit kann auftreten. Es kann zu Verwirrtheitszuständen kommen. In der Regel glücklicherweise sehr selten. Ja, Kopfschmerzen, Schwindel, Tinnitus ist nochmal eine wichtige Sache. Und was noch auftritt, wenn die Wirkung einsetzt, sind oft Träume, die anders sind, als der Patient sie kennt, mit anderen haptischen Empfindungen und anderen Farbempfindungen. Die Träume sollen sehr intensiv sein. Und das wird unterschiedlich wahrgenommen. Anwendungsbeschränkungen sozusagen gibt es bei der Niereninsuffizienz oder der Dialyse, weil Baclofen über die Niere ausgeschieden wird. Bei Lebererkrankungen ist Baclofen völlig unproblematisch und wird von den Hepatologen auch empfohlen. Es ist dann dort die einzige Substanz, die man noch einsetzen kann, weil es eben auch bei Leberzirrhose und weit fortgeschrittenen Lebererkrankungen eingesetzt werden kann. Wo man es vorsichtig einsetzen muss, ist beim Vorliegen eines ADHS, bei der Aufmerksamkeitsstörung, weil dort viele Stoffe paradox wirken und so unter dem Baclofen es zu einer Agitiertheit kommen könnte. Ich habe allerdings auch einige Patienten mit ADHS, die zusätzlich medikamentös eingestellt sind. Da funktioniert es wieder sehr gut. Die Einschränkungen, die früher auch in Frankreich bestanden, noch bis jetzt Anfang des Jahres, sind alle weggefallen. Also es gibt keine komorbiden Störungen, psychiatrische Störungen, die jetzt dagegen sprechen, das Baclofen einzusetzen. Was Baclofen machen kann, ist unter Umständen das Auslösen einer Manie bei nicht bekannter bipolarer Störung. Wobei auch da die Franzosen wieder sagen, die bipolare Störung kann gut behandelt werden, die Alkoholstörung eben weniger gut. Unter Umständen ein Leben lang. Es handelt sich bei der Alkoholstörung um eine chronische Erkrankung.
so wie beim arteriellen Hypertons, beim Bluthochdruck oder auch bei der Blutzuckererkrankung, beim Diabetes, sodass es durchaus sein kann, dass eben eine lang andauernde oder auch eventuell lebenslange Therapie erforderlich ist. Es ist eine sogenannte Off-Label-Verschreibung. Man muss sich klar machen, dass in der Psychiatrie ca. 30% der Medikamente off-label verschrieben werden. Und das heißt, ich lasse die Patienten einen individuellen Heilversuch sozusagen unterschreiben, indem sie mir nochmal versichern, dass ich sie sorgfältig aufgeklärt habe, dass sie das Medikament einnehmen möchten, obwohl sie wissen, dass es in Deutschland für die Behandlung der Alkoholerkrankung noch nicht zugelassen ist. Was ich mir wünschen würde, ist, dass mehr Kollegen sich für den Einsatz von Baclofen interessieren, weil Baclofen eben keine Baclofentherapie eben nicht bedeutet, dass ich den Patienten mit der Schachtel Medikament alleine lassen kann. Ich muss ihn eben engmaschig begleiten. Und das bedarf nicht viel, aber man muss sich damit auseinandersetzen. Und da würde ich mir einfach wünschen, eine verbesserte Zusammenarbeit oder auch die Bereitschaft von Kollegen, dieses Medikament vorurteilsfrei einzusetzen. Was ich mir noch wünsche, ist, dass in den Entgiftungen das Baclofen nicht abrupt abgesetzt wird. Ich habe jetzt hier einige Kliniken jetzt mittlerweile, wo ich Patienten hinschicken kann, die einen Rückfall erleiden trotz Baclofen oder wo die Baclofentherapie weitergeführt oder neu angesetzt werden kann nach der Entgiftung. Das finde ich ganz wunderbar. Und ich hoffe einfach, dass wir das Baclofen, was wir jetzt hier seit 2011 versuchen, irgendwann doch besser in den medizinischen Alltag integrieren können.